Google Pixel 4a 5G versus OnePlus Nord, viele von euch schwanken zwischen den beiden Geräten. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Produkte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. Bei der Kategorie Design ist das Pixel 4a 5G mit 51:50 Punkten haarscharf vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 16 Gramm leichter, 4,4 mm kürzer und 1,9% geringeres Volumen. Das OnePlus Nord hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 0,7 mm schmaler. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das OnePlus Nord eindeutig mit 68:56 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 2,6% höhere Auflösung, 3,9% größere Bildschirmgröße, zwei neuere Versionen von Gorilla Glass und Bildschirm ist immer an. Leistung. Bei der Kategorie Leistung gewinnt das OnePlus Nord haarscharf mit 76:75 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 6 GB mehr Arbeitsspeicher, 128 GB mehr interner Speicher und 18,2% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das OnePlus Nord mit 81:69 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 2,2-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, schießt 360-Grad-Panorama, hat eine Frontkamera mit zwei Linsen und hat einen RGB-LED-Blitz. Das Pixel 4a 5G hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite und 0,5 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera. Audio. In der Kategorie Audio ist das Pixel 4a 5G mit 62:31 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Das OnePlus Nord hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: hat ein Radio. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das OnePlus Nord mit 65:64 Punkten haarscharf vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: 5,9% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Pixel 4a 5G mit 91:88 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, 1.1 aktuellere USB-Version und hat einen Barometer. Das OnePlus Nord hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. Mit 77 Punkten schlägt das OnePlus Nord in der Gesamtwertung knapp das Google Pixel 4a 5G mit 73 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Produkte unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.